Herzlich willkommen bei Dishonored 2. Letzte Part haben wir den Wissenschaftler oder Wissenschaftsbezirk erkundet und ordentlich erkundet, von Runen bis Knochenartefakt gesammelt, und jetzt gehen wir zum Maschinenhaus. Das Maschinenhaus. Arthur Sokolo wird im Anwesen von Kirill Jindosch gefangen gehalten, dem Großerfinder des Herzogs und Schöpfer der mechanischen Soldaten. Begib dich hinein, rette Sokolo und eliminiere Jindosch, bevor er eine Armee mechanischer Soldaten baut. Jindosch, es wird Zeit, für ihre Taten zu bezahlen. Und vielleicht finde ich Sokolov. Ich höre nach. Da ist Heiterkeit. Und ein Licht. Willkommen in meinem Haus. Sanfte Leichtigkeit. Die Tür ist immer offen für jene, die gewillt sind, die Schwelle zu überschreiten. Falls Sie einen Termin haben, gehen Sie weiter und warten Sie. Andernfalls möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungsmechanismen in Kenntnis setzen. Ich würde zu gern sehen, wie das Ding Delilah erwirkt. Ähnlich wie die Fische im Ozean. Aber von jenen, die eine Erkundung wagten, kamen nur wenige wieder heraus. So müde. Wie lange, mein Herz? Wie lange muss ich dieses Schattendasein fristen? Der Raum hinter den Wänden. Wer würde so etwas bauen? Und warum? Jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosch. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindosch. Aber das wissen Sie sicherlich. Hallo? Jemand da? Klingt, als wäre jemand im Haus. Sollen wir das Federwerk wecken? Wurde der Mechanismus versehentlich ausgelöst? Ah. Die Gardisten, die mich beschützen, sind leichte Beute für Sie. Niemand da? Seltsam. Ja.
bleiben diesen Monat hängen. Du gehst nirgendwo hin! Gift! Hey, stimmt was nicht? Verschwinden Sie! Sofort! Was wollen Sie? Gehen Sie weg! Was Sie auch brauchen, ich hab's nicht. Hilfe! Wache! Hilfe! Lassen Sie mich! Zu Hilfe! Zu Hilfe! So hilft mir doch jemand! Eindringling! Die Blutpologie der Gym. Sokolov. Corvo, nur Sie können es so weit geschafft haben. Megan half mir, Sie zu finden. Wir müssen hier weg. Jindosh erschafft eine Armee aus mechanischen Soldaten. Das darf ihm nicht gelingen. Wird es auch nicht. Ich werde mich um ihn kümmern. Wagen sind Sie sicherer, Sokolov. Ich hole Jindosh einen Besuch. Thank you.
Ach, komm schon. Dankeschön. Ja, und ich bin auch verletzt.
Schau mal her, Opa. So. Tschüss. Doch nicht. So. Alles nehmen. Aber. Da ist Heiterkeit und ein Lied und die sanfte Leichtigkeit von Freundschaft. Sie, wie lange ich auf dieses Treffen gewartet habe? Erstens. Dann sie auf. Schnauze. Gemeinsam Gift. Ein altes Paar.
Privatier hat sie in ihr Heim gebracht. Drüben herum. So knapp. Niemand. Da liegt so ein Ton.
Okay, zumindest ist Sokolov sicher. Jetzt zu Jindosh. So, Jindosh. Das war einst meine Welt. Alles, von den nördlichsten Ufern bis hier nach Karnaka im Süden. Von der anderen Seite verschlossen. Nicht gelandet. Irgendwo. Ah. Es ist wie Labyrinth. Funktioniert das also? Und auch dazu noch kleine Räume.
doch so irgendwie. Ist auch mal mehrere Tage etwas zu essen. Was soll ich machen, wenn er eine jede Mahlzeit verschmäht? Hilfe! Lassen Sie mich! Wache! Hilfe! Hier ist... Ich brauche Hilfe! Den Baden! Da erreichen. So geht das. Erfolgreich ausgewichen. So müde. Wie lange, mein Herz? Wie lange muss ich dieses Schattendasein fristen? Was für ein sadistischer Witz. Es gibt noch eine Möglichkeit, vorausgesetzt, Jindos Elektroschocker funktioniert. Nicht gerade eine Gnade. Verlauf. Thank you.
Das muss Shindors Labor sein. Kann Ihre Maske auch Kugeln aufhalten? Nicht autorisierte Person. Feindlich. Sie sollen eins wissen. Das Letzte, was Sie sehen, ist ein wundervolles Werk der Ingenieurskunst. Der Höhepunkt aller Erfindungen. Alles klar. Gegner gefunden. Wiedergabe für eindeutigen Gegner. Delilah Copperspoon. Die Maschine eine Unklarheit fest. Etwas entdeckt. Lieb? All das ertrinkt im vergossenen Blut.